Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light, liebe Freunde. Hier ist Caruso und wir waren jetzt auf der Flucht. Wir haben mühselig den großen Mutant getötet. Jetzt ist natürlich die Truppe hinter uns her und wir müssen fliehen. Und hier sind wir stehen geblieben und ja, jetzt geht's weiter. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ich weiß gar nicht wohin. Oh ja, Medikit. Also echt hardcore. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin und dann auf ein neues. Muss gucken, wo ich gerade bin. Oh Scheiße! Mist. Ist halt nicht ganz so steht, ich hatte eine Pistole in der Hand. Ich hatte alles mögliche in der Hand, aber trotzdem. Da lag auch ein Gewehr, genau. Als der Doc gestorben ist. Warum er das nicht mitgenommen hat. Weiter geht's. Darf ich hängen bleiben? Nein, 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 nein! Herzlichen Glückwunsch. Nochmal. Ah, oh, ich hab fett. Boah, ich verliere Punkte, das sehe ich ja jetzt erst. Moment, ich muss kurz die Map. Da muss ich also rein. Ist es da lang? Ich
das Gebäude, oder? Ja. Ach, genau. Das Wasser, oder was ist das? Stimmt, hier hatten wir das Gefecht. Keine Waffe, gar nichts. Oh, kurz durchatmen. Okay, die Musik geht schon wieder los. Sag ich, soll hoch. Ist alles zu. Warum stehst du rum? Ich muss noch eins hoch. Phoenix. Kiste, die mal mit. Gehen wir mal wieder runter. Ich konnte aus der Arena entkommen und muss auf dem schnellsten Weg zurück zu Bracken. Doch Sarah ist tot. Der einzige Lichtblick ist, dass er vor seiner Entführung wohl Jade die Daten hat übergeben können. Es gibt also noch einen Funken Hoffnung, dass ein Heilmittel gefunden werden kann. Mal schauen, wie es weitergeht. Bitte nicht jetzt! Das ist schon ein Anfall, shit. Ich seh nix, Kann ich trennen. Okay. Kurz schauen, was hier im Bus ist. Nichts. Okay, wir gehen nach Hause. Irgendwie kann ich nicht mehr rennen. Wir warten auf dich. Scheiße! Ja, Heilung! Ich will alles im Zeitplan zurück!
Problem ist, ich kann nicht mehr rennen. Jetzt muss ich ganz kurz schauen. Scheiße! Tut das weh! Sarah ist tot. Okay. Alles okay? Wo bin ich? Ich musste dich am Pier verstecken. Rays Männer suchen nach dir. Die Bastarde sind auf dem Kriegspfad. Was ist passiert? Ich muss mit Jade sprechen. Sarah hat ihr seine Unterlagen gegeben. Sie brauchte sie zu Kenton. Wollte sie wenigstens. Laut Kenton haben Rays Männer sein Labor gefunden. Also hat er Beißer reingelassen und sich in der Mitte verschanzt. Jetzt sitzt er fest. Dann brach die Verbindung ab. Wir können ihn nicht mehr erreichen. Ich gehe nach. Wie kommt sie rein? Der Stadtteil ist abgeriegelt. Es gibt eine Gruppe von Schleusern. Sie nennen sich die Retter. Du findest sie im Kessel, in Nikos Bar. Sie ist in der Nähe des Highways. Der Kontaktmann heißt Chase. Hast du genug Kuriere für die GRE-Pakete? Die Abwürfe haben vor 36 Stunden aufgehört. Endgültig. Und so läuft die Zeit davon, Crane. Mist. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da was tun kann, aber ich werde es versuchen. Weißt du, die meisten würden sich in so einer Situation verkriechen. Respekt, Crane. Und viel Glück. Okay. Crane, hier deine Ausrüstung. Mit besten Grüßen von Karim. Danke ihm von mir. Oh, guck mal, so kann ich doch arbeiten. Machen wir mit. Moment, ich brauche Mull. Und was war's? So, wir müssen ganz kurz hier zwei Medikits anfertigen. So, dele. Nein, lass mal in der Hand. Schön, dann tun wir kurz. Was der noch hier hat. Jetzt, wo ich Kohle hab. Und um die Waffen. Mir geht's um die Munition, aber ich glaube, Munition hatte ich noch genug. Das kaufen wir mal. Das kaufen. Okay.
Ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt erstmal hier einen Cut. Und wie es dann weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Und hey, mein Männchen hier, abonnieren nicht vergessen. In diesem Sinne wünsche ich einen ganz tollen Tag, einen schönen Abend. Bye, bye.